Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Outcast Second Contact. Tja, ich frag mal gerade bei Ma nochmal nach, ob der vielleicht noch was weiß. Ich meine, der ist hier gerade in der Nähe. Und dann müssen wir mal gucken, wo hier dieser Typ ist, der uns die Pflanze beschaffen kann. Ich habe eine Frage. Weißt du, wie es um die Nahrungsreserven von Feran steht? Krieger sind stark. Ich mag keine starken Krieger. Wie sieht's mit den Waffen der Krieger aus? Die Waffen der Krieger sind sehr gut. Wie steht es um die Moral der Krieger? Okay. Das heißt, du bringst auch nicht allzu viel im Moment. Wie ist der Typ jetzt nochmal? Oder Zalinas? Suchen wir mal Zalinas. Sieht's mit Klaff aus? Hast du irgendwas Neues eigentlich im Moment? Nö. Ja, Munition warte ich mal noch gerade kurz. So, tappeti-tap-tap. Du könntest mir vielleicht ein paar Auskünften geben. Auskünfte geben. Komm schon mal eine Sekunde her. Hast du Zalinas gesehen? Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er südlich von hier. Du musst viele Schritte nach Süden gehen. Wo kann ich Logar finden? Geh von hier aus viele, viele Schritte nach Nordosten. Dort müsstest du ihn finden. Gut, dann fangen wir vielleicht erstmal mit Zalinas an. Also viele Schritte nach Süden. Go, go, go. Kriegen wir schon hin. Hier unten ja vielleicht irgendwo. So. Schwache Energiequelle geortet. Alter, oder? Gibt es irgendwo Stress? Die Musik hat sich auf jeden Fall verändert. Ah, hier ist auch noch ein Tor. So ein Portal. Das scheint bewacht zu werden. Die sind schon mal Fragezeichen. Vielleicht kann ich mir aber noch ein bisschen hier verziehen. So, wo ist denn hier der nächste Bauer? Okay, jetzt seid ihr aufmerksam geworden. Okay, ballern wir euch weg. Anderweise wird vorhin im Kampf gespeichert, habe ich so den Eindruck. Netterweise sind die Waffen auch nicht sonderlich schnell von denen. Oder schießen halt nicht sonderlich schnell. Die Projektile fliegen nicht schnell. So, jetzt haben wir's. Du hast hier so ein bisschen festgesetzt, oder? Kollege. Sprengkörper geortet. Interessant. Nummer 1. Moment, muss kurz nachladen. Jetzt können wir gleich wieder weitermachen. Jawohl, bisher geht es aber noch ganz gut, muss ich sagen. Ist halt nur, ich fürchte, dass mir irgendwann die Munition ausgehen wird. Geortet.
So, dann komm. Aua. Verdammt, einmal wie jetzt doch noch treffen lassen. Aber hier gibt es ja auch wieder Zeug. So, ich weiß auch nicht, ob die hier irgendwann nochmal nachkommen würden oder so. Ich glaube, so fürs Erste war das schon mal nicht schlecht. Bisschen aufgeräumt. Na du? Hui, du bist wieder frei. Warnung, schwache Energiequelle geortet. Das stimmt, ich kann ja noch irgendwie... Wie war das mit dem Scannen nochmal? Dynamit haben wir auch noch netterweise. Ah genau, das war hier das zum Ablenken. Medikit haben wir auf der 2. F-Links, was sind denn F-Links? Hm. Ich glaube, ich schaue nochmal kurz in die Optionen rein. Bordcomputer war F, Karte war Tab. Ah. Die Karte also. Okay. Wird da auch jetzt irgendwas angezeigt? Das wäre große Karte. Irgendwie haben wir ja noch nichts. So wie das aussieht. Gut, dann würde ich jetzt gerne mal irgendjemanden finden, mit dem ich reden kann und der mir mal sagt, wo Zalinas ist. Wo der sich so rumtreibt. Hier unten ist es nicht gerade bevölkert. Da ist jemand. Wenn du mich jetzt weit nach Süden schickst, ich glaube, das können wir dann einigermaßen knicken, oder? Da. Hast du Zalinas gesehen? Er war vor kurzem südwestlich von hier. Wenn du eine Weile in diese Richtung gehst, findest du ihn vielleicht. Okay, dann gehen wir nach Südwesten. Darüber. Aber so wirklich viel war da ja nicht mehr. Also nicht inwiefern die sich dann großartig bewegen, die Leute hier. Warnung, schwache Energiequelle geortet. Metall geortet. Ja, hier wahrscheinlich irgendwo, oder? Zeig das doch mal an. Ah, warte, da war ja gerade was. Ah, okay. Dann kann ich jetzt die Person ausfindig machen, mit denen ich schon mal geredet habe. Gut. Südwestlich wird ja hier irgendwo sein. Oh, was bist du denn? Spinne. Vielleicht können wir die auch noch irgendwie sinnvoll verwurschteln, diese Pflanzen. So. Das war jetzt halt südwestlich. Ich glaube, da unten ist, also ganz da hinten ist halt noch was, so wie es aussieht. Aber ich glaube, da sollten wir nicht hin, oder kommen wir auch gar nicht hin. Hm. Ihr verdammten Spinnen. Vielleicht habt ihr noch was Neues? Hier sind auch irgendwie keine mehr. Also keine Bauern, die mir eventuell was erklären könnten. Da hinten rennt gerade noch jemand rum. Warnung, schwache Energiequelle geortet. Hey du, warte mal. Ach, da ist er ja sogar, der Zalinas. Gut. Entschuldigung, Kumpel. Hallo. Sei gegrüßt, Ulukai. Ich bin froh, dich zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bin Zalinas. Wie kann ich dir helfen? Was kannst du mir über den Fee-Tempel berichten? Ich glaube, ich weiß, wo das Mon dort versteckt ist. Wirklich? Wo denn? Als junger Talaner wollte ich ein paar Ventilopen befreien, die hinter der Barriere nördlich des Fee-Tempels gefangen waren. Als ich eine befreite, packte sie mich und flog ein paar hundert Meter mit mir. Aua!
Nein, es war herrlich. Ich hatte Angst, aber ich wusste, dass mich die Ventilope nicht verletzen würde. Als ich über den Feetempel flog, sah ich auf seiner Spitze in der großen Flamme einen schwarzen Kasten. Da der Feetempel stets von vielen Kriegern bewacht wurde, war ich seitdem leider nicht mehr dort. Doch ich vermute, dass das dein Mon war. Wie bist du ihren Krallen entkommen? Sie, nun ja, ließ mich einfach los, aber das kann man ihr nicht verübeln. Es war einfach natürlich. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Was sind das für Kreaturen da in dem Gehege? Die? Das sind meine Freunde. Sie heißen Twon Ha. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Was weißt du über diese Tonka? Twon Ha, Ulukai. Gesundheit. Nein, Twon Ha, sie sind die freundlichsten Wesen auf ganz Adelpha. Ach, wirklich? Ja, ich ziehe ihre Gesellschaft der von anderen Talanern vor. Ich verstehe die Twon Ha auch deutlich besser. Und wozu sind sie gut? Bevor Feran hierher kam, konnten wir die Twon Ha in freier Wildbahn halten. Doch jetzt lässt Feran sie härter als alle Talaner arbeiten. Ich finde das sehr beunruhigend. Wenn das so ist, warum arbeitest du dann mit ihnen? Damit sich jemand in diesen Monden des Leides um sie kümmert. Sie brauchen viel Liebe und Geborgenheit. Es ist harte Arbeit für sie, das Risi zu den Arbeitern zu bringen. Du hast echt was für diese Twon Ha übrig, oder? Wie reitet man denn so ein Twon Ha? Oh, ich kann es nicht gutheißen, wenn ein Talaner meine Freunde reiten will. Es ist einfach falsch, meinst du nicht auch? Ich habe keine Ahnung, Zalinas. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich mache das andauernd. Wenn ich sehe, wie hart sie arbeiten müssen und wie erschöpft und halb tot sie zurückkommen, dann werde ich wirklich wütend. Nehmen wir doch einfach mal an, ich wäre nett zu ihnen. Oh, ich vertraue dir, Ulukai. Ich weiß, du würdest nett zu ihnen sein. Um einen meiner Freunde zu reiten, musst du ihm einfach sein Gui zeigen und dich von der linken Seite annähern. Dann lässt es dich aufsteigen. Und das ist alles? Ja, sie sind nicht wie wir. Ihr Vertrauen ist grenzenlos. Und wenn ich es nicht reite, was muss ich dann tun? Sie suchen sich einen Platz zum Fressen oder Trinken. Wenn du es eine Zeit lang nicht gesehen hast, musst du einfach zum Dorf zurückkehren. Meistens kommen sie in meine liebende Umarmung zurück. Nette Vorstellung. Wirklich. Oh ja, Ulukai, du musst mir versprechen, sie mit Hoti zu füttern. Wenn du welche finden solltest, sie essen sie nämlich unheimlich gern. Ich habe einmal ein Twon Ha gesehen, das von einem Garmor gejagt wurde. Es sah ein Hoti und blieb einfach stehen, um es zu fressen. Es blieb stehen? Ja, das arme Ding. Über seinen Hunger muss es den Garmor ganz vergessen haben. Entweder das oder es war einfach nur dumm. Wie bitte, Ulukai? Nichts. Sonst noch was? Oh ja, Twon Ha mögen es nicht, ins Wasser zu gehen. Erzähl mir mehr über dieses Gui. Wie du willst, Ulukai. Was willst du denn wissen? Was ist das genau? Das Gui ist ein Stück Stoff, das man in den Schweiß der Mutter taucht. Du willst mir weismachen, es ist eine Schweißmauke? Ich kenne dieses Wort nicht, Ulukai. Wenn ein Twon Ha den Duft riecht, wird es folgsam wie ein kleines Kind. Also ich kenne keine Kinder, die folgsam sind. Ich war jedenfalls nicht so. Genau das ist es, was die Twon Ha zu so genialen Schöpfungen der Jods macht. Ihre Einfachheit. Oh ja, ich wäre bestimmt vor Freude übergeschnappt, wenn man mir die stinkenden Socken meines Vaters unter die Nase gehalten hätte. Pfui Teufel! Sag mal, Zalinas, wie viel kostet denn eins deiner Twon Ha? Du willst einen treuen Freund an deiner Seite? Wie schön! Ja, bin ich nicht ein Netter? Was kostet es? Wirst du auch gut für es sorgen, als sei es ein Mitglied deiner Familie? Aber immer doch. Wie viel? Singst du ihm auch immer ein Schlaflied? Na klar, also wie viel? Und bereitest du ihm ein Bad, wenn es eins braucht? Du solltest wirklich mal eine von diesen 0190-Nummern anrufen und dir eine Verabredung verschaffen. Wirklich, Junge. Das verstehe ich nicht, Ulukai. Schon gut, Salinas. Wie viel? Ich werde dir einen meiner Freunde für wenige Zorkins überlassen. Okay, ich nehme eins. Hoffentlich wird es zu deinem besten Freund. Ja, bis ich mal richtig Hunger habe. Was hast du gesagt? Das war ein Witz, Zalinas. Du machst dir wirklich große Sorgen, was? Sie sind mein Ein und Alles. Hier ist das Gui. Es liebt es, wenn man ihm etwas vorsingt.
Na wunderbar, danke. Wo ist es? In dem Gehege in der Nähe des Ukriana-Daokas. Hm. Okay. So, ja, ich mag diese ganzen Anspielungen, die sie damals in den Spielen hatten. War ja bei Vampire auch schon so. Metall geortet. Guten 190 Nummern früher. So, dann schauen wir doch mal. Achso, wir können mal gucken, ob wir jetzt den Visa Logan noch finden. Oder ich gehe mir erstmal das Viech holen. Na? Ah, da haben wir's. Kannst du auch hüpfen? Jawohl, du kannst hüpfen. Sehr schön. Ich hatte mir schon, ich hatte irgendwie noch in Erinnerung, dass man, oder hatte gedacht, man müsste noch irgendeine Reitprüfung für ablegen, aber diesmal kommt es wohl ohne Prüfung aus. Wie kommen wir da wieder runter? Oh, einfach absteigen, okay. So, Kollege, ich würde gerne mal wissen, wo Loga ist. Komm schon mal eine Sekunde her. Wo kann ich Loga finden? Geh von hier aus nach Nordosten, Ulukai. Er müsste dort irgendwo sein. Danke. Komm, wir gehen mal nach Nordosten, mein Kleiner. Da hinten wahrscheinlich. Platsch. Tap, 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 tap. Warnung. Schwache Energiequelle geortet. Ich glaube, das sind tatsächlich Gegner. Wenn sie das sagt. Hallo? Ah ja, tatsächlich. Na komm, nimm die Waffe. Danke. Wie viel Sinn das? Okay. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Oh ja, das hat sich echt gelohnt. Ganze Menge Zeug hier. Danke, danke, danke. So. Hat das Viech überlebt? Ja. Dann reiten wir mal weiter. Bisher, ich hatte das irgendwie auch etwas stressiger mit diesen Auseinandersetzungen im Kopf. Aber gut, ich bin euch. Kann auch sein, dass das geändert haben. Also bisher bin ich tatsächlich ganz zufrieden mit. So, dann bräuchte ich jetzt aber wieder mal jemanden, der mir ein paar Auskünfte geben kann. Hm, da sind nur welche von den Viechern. Da wären Spinnen. Das lasse ich dann erstmal. Da ist noch so ein Tor. Da sind Gegner, okay. Hm, werde ich mir das Viech nicht kaufen, so wahrscheinlich habe ich jetzt nicht mehr genug Geld, um die Pflanze für den Schamanen zu kaufen. Aber
einfach das Kraut eben. Noch mehr Spinnen, da ist der Tempel schon. Ich hätte tatsächlich gerne mal jemanden, der mir Auskünfte geben kann, wo Logan ist. Muss ich wieder da runter? Oder war ich ja schon? Ich glaube, du hast ja nicht allzu viel Neues zu erzählen, oder? Ja, ich stecke die einfach mal weg, keine Sorge. Wo kann ich Loga finden? Vielleicht ist er nordöstlich von hier, aber ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ja, immer noch nordöstlich. Also doch wohl hier irgendwo bei dem Tempel. Ich muss auch scheinbar immer von der Seite aufsteigen, okay. Na gut, dann schauen wir halt mal. Ah ja, hier haben wir noch jemanden. Okay, ich glaube, hier sind eventuell ein paar mehr Leute, mit denen ich mich mal unterhalten kann. Hast du gerade Stress? Bleib doch mal hier. Ich habe eine Frage. Wo kann ich Loga finden? Geh von hier aus nach Nordosten, Ulukai. Er müsste dort irgendwo sein. Immer noch weit nach Nordosten. Ich glaube, ich lasse das Vieh erstmal stehen. Hier sind mir dann doch zu viele. Ich muss scheinbar echt entweder in den Tempel oder beim Tempel vorbei. Platsch. Oh, Fisch. Warnung. Starke Energiequelle. Ja, ja. Ich will da gerne raus. Trau diesen Fischen nicht. Und euch oben auch nicht. Hat gerade Alarm gegeben? Scheinbar. Hm. Ich glaube, dann müsst ihr mal sterben. AKP-12-Munition geortet. Das wäre praktisch. Wo denn? Wahrscheinlich da oben drin. Doch relativ viele Gegner hier gerade. Metall geortet. Danke. Das wollte ich gerade mal mitnehmen. Ich schätze, wir schalten jetzt erstmal ein paar Krieger aus. Ich hoffe, ihr habt dann auch Munition. Oh, das war knapp. Ja, verdammt! Der kommt mir gerade noch ein bisschen zu nah, Kinas. Ich treffe jetzt halt nicht so wirklich. Müssen wird ordentlich viel automatisch gespeichert. Komm. Wie gesagt, so ohne sind die Feuergefechte nicht, aber bisher geht's noch. Die scheinen dieselbe Taktik zu verwenden wie ich. Hm. Hast du gerade ein bisschen Stress da? Einmal. Zweimal.
Oh, ich sehe, ich habe nicht mehr so viel Muni gerade. Muni, ich mein Leben. Muni ist jetzt auch nicht mehr so unglaublich viel. Dann pausiert das eigentlich. Mal gerade bitte ein Medikit, danke. Ach man. Ihr nehmt auch wieder ein bisschen viel, ja, Muni in euch auf, wenn man da drauf schießt. Sehr schön. Ich glaube, von der Entfernung kommt das doch ein bisschen gelegener hier alles. Aber da haben wir vielleicht den Tempel schon mal ausgeräuchert. Das wäre nicht verkehrt. Metall geortet. Lebensenergie sieht wieder schlecht aus. Also heilen wir uns nochmal. 4 Stück sind es noch, mehr oder weniger. Der wäre weg. Du wärst weg. Ach, der hat jemanden Granatwerfer. Das wird Marv freuen. Ich hoffe es doch mal. Aber scheinbar ist schon mal ordentlich Krieger ausgeschaltet. Was vielleicht auch gar nicht so dumm ist. Na, schieß doch bitte nur einmal. Na? Einer weniger? Brüll doch mal nicht so. Hui. Fremdes Material geortet. So, hier ist ja noch gerade Zeug. Dankeschön. Also echt mal Zeit für eine neue Waffe. So, bitte raus mit dir. Ich glaube, so viele Medikits habe ich leider nicht mehr. Komm um die Ecke, bitte. Na gut, du kannst da auch mal hin. So, einmal. Geh doch mal drauf, Kollege. Ich glaube, das ist der mit dem Granatwerfer hier. Uha. Danke. Granatwerfer-Typ wäre erledigt. So, ich glaube, ich muss jetzt echt langsam mal mehr Munition herstellen lassen. Oder gucken, ob ich hier vielleicht in den Häusern was finde. Metall geortet. Sehr schön. Der hat da wohl auch nicht mehr so viel gehabt. Ah, Schlüssel. Sehr gut. So, kommst du? Ja, fuck. Nicht damit kriegst du jetzt da angelaufen kommst.
Ich glaube, wir sollten, oder ich sollte erstmal Richtung Hütte. Da sind auch noch mal Gegner. Okay. Gut, raus. Okay, sind eine Menge Gegner. Darf ich echt nicht mehr genug Muni für. Aber vielleicht kann ich ja da hinten noch irgendwas finden. Komm, raus, raus. Geh doch aus diesem Wasser, bitte. Die Steuerung nicht das macht, was ich möchte. Und das ist das Spiel. Gerade Metall her. Müsste, glaube ich, tatsächlich mal gucken, ob ich da irgendwie größere Mengen herstellen kann. Von der Munition. Weil ich habe jetzt sonst gut 300 Schuss hier verballert. Hm. Ja, die wird wahrscheinlich echt da oben sein. Wie komme ich denn da hoch? Ah, hier. Okay. Sehr schön. Gegner dürften keine mehr da sein. Dann schaue ich mich hier nämlich gerade nochmal kurz um. Ja, das lohnt sich. Das lohnt sich hier. Okay. Und hier haben wir noch ein kleines Lager. Das räume ich noch aus und dann soll es das mal fürs Erste gewesen sein hier. Was habe ich da jetzt noch aufgenommen? Oh ja, Futter für meine Waffe. Gut. Ja, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.